Der Pettibruder ist auf Mission in Taranis, auf Taranis, rund um den See. Da ist die Fischerhütte, da waren einige Schattenwesen davor. Kjeld hatte also recht, dass die Fischerkollegen, die zu dritt in dieser Fischerhütte gehaust haben, von Schattenwesen angegriffen worden sind. Einen Kollegen habe ich hier auf dieser kleinen Insel gefunden, Togel war sein Name. Einer fehlt noch und ich fürchte, dass derjenige oder diejenige das hier nicht überlebt hat. Oh, ich sehe gerade hier. Taraniskraut, wofür auch immer es gut ist. Lina. Ja. Ein weiteres Opfer der Schatten. Questerfolg, die tote Fischerfrau. 10 Gold hatte sie dabei. Jetzt nicht mehr. Löffel, Gabel, schleichender Tod. Proviant. Banane im Stiefel. Proviant. Eine Schatzkarte. Der Schatz im Totenland von Taranis. Aha. Wasserbett. Teleporterstein. Ich habe den nächsten Teleporterstein gefunden. Und zwar in der Fischerhütte auf der Insel Taranis. Genau da, jawohl. Wäscheleine quer durchs Zimmer, naja. Guck. Messer. Die Kiste habe ich schon ausgeräumt. Ja. Das war's dann an der Stelle. Ich werde wohl erstmal in der Magierfestung Bescheid sagen, aber nicht per Schnellreise, weil ich hier unten am Seeufer noch nicht so wirklich war. Klingelblatt. Da ist eine Ente. Ach, du Kacke. Ah! Den habe ich gar nicht gesehen. Wie konnte ich den nicht sehen? Mann! Alligator, Zunge, wow! Taraniskraut. Wofür ist eigentlich Taraniskraut gut? Taraniskraut, das ist irgendwas Blutregeneration 0. Eine ungewöhnliche Pflanze für einen Alchemisten sicher von großem Wert. Ach, da wird mir irgendein Magier wahrscheinlich einen Auftrag geben. Sammel mir mal 5 Taraniskraut und dann habe ich es jetzt gemacht. Schon bevor ich den Auftrag des Magiers habe. Und was ist hier unten dieses ganze Puppenzeug? Blutrausch habe ich irgendwann mal gefunden. Nahkampf. Versetzt den Gegner in Raserei und lässt ihn jeden und alles angreifen. Aha. Schleichender Tod zieht deinem Gegner schleichend Lebensenergie ab. Wie gemein. Wo ist eigentlich diese eine Schatzkarte? Moment mal, ich habe doch hier irgendwo die ganzen Schätze, heißt es so, da. Karte markieren. Ach, der ist ja ganz in der Nähe. Dann kann ich mir auch mal den Schatz holen, aber erstmal sage ich bei Kjeld Bescheid, dass Lina ziemlich tot ist. Und ich hoffe, ich werde nicht mehr gebissen auf dem Rückweg zur Magierfestung. Wächst hier noch irgendwas von Belang? Offenbar nicht. Dann ist der See soweit auch sauber, zumindest für dieses Kapitel. Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass wenn ich hier verschiedene Kapitel spiele, dann auch in bereits erkundeten Regionen so ein paar Monster wieder auftauchen. Das ist ja bei Piranha beides Spielen so der Fall im Allgemeinen und in Rissen war das auch immer der Fall. Und dann ist der Plan jetzt, bei Kjeld Bescheid zu sagen, die Queste abzugeben. Und dann mit Walker sein Problem zu lösen und dann bei der Gelegenheit da hinten auch irgendwo diesen Schatz zu heben.
Und dann dürfte die Episode auch schon wieder zu Ende sein. Mal gucken, wie schnell das alles geht. Aber erstmal Kjeld. Wo ist wohl Kjeld? Kjeld ist da. Lina ist, nun, sagen wir, ihr ging's schon mal besser. Du meinst, sie ist tot? Oh nein! Kein Zweifel, die Schattenwesen haben ganze Arbeit geleistet. In was für Zeiten leben wir nur? Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Tokel ist in Sicherheit. Oh, und ich dachte, ich sehe ihn nie wieder. Ich nehme an, du hast ihn hier ins Lager gebracht? Ja, da draußen ist es einfach nicht sicher. Ich habe getan, was du wolltest. Wie steht's mit einer Belohnung? Sollst du haben. Hier, unsere gesamten letzten Einnahmen. Aber sag mal, könntest du mir nicht noch einen weiteren Gefallen tun? Was ist dein Problem? Die Biester, die unsere Hütte überfallen haben, kamen aus dem Südwesten der Insel. Ich bin mir sicher, dass irgendetwas diese Kreaturen antreibt. Wenn es nicht verschwindet, werden immer mehr von diesen Bestien über die Insel herfallen. Kannst du dich der Sache nicht annehmen und das Vieh zur Strecke bringen? Das ist dann wohl dieser Schattenlord, oder? Wo soll ich nach dem Biest suchen? Das Klügste ist wohl, du suchst im schwarzen Land von Taranis. Irgendwo dort muss es sich verkrochen haben. Ah, das werde ich auch tun, aber nicht jetzt. Streich das Problem von deiner Liste. Ich kümmere mich darum. Gut, aber rüste dich vorher besser gut aus. Dieses Vieh wird sicherlich ein harter Brocken. Das bleibt abzuwarten. Ja, das denke ich mir, dass das so ist. Hallo, Tokel. Und nochmal vielen Dank für alles. Ja, gern geschehen. Dann, jetzt kann ich aber schnell Reise machen. Dahin. Dahin, genau. Und dann erstmal zu Walker und seinem Problem mit Kobolden. Wahrscheinlich führt er mich den Weg darauf. Speichern. Und dann. Ich bin bereit. Lass uns jagen. Alles klar. Folge mir. Ne, gar nicht wahr. Zerstörtes Lager, neue Queste. Wo führst du mich denn jetzt hin? Proviant. Lass uns weitergehen. Ja, ja. Auf jeden Fall weit weg von dem Schatz, den ich heben möchte. Schlingerblatt. Können wir weiter? Ja, ja. Da sind sie, die kleinen Fiesen. Aber wir sind zu viert. Plünderner Kobold. Jawohl. Der steht nicht mehr auf. Und gleich noch der letzte, komm. Oh, der blockt ja. Daneben, na egal. Und Ali hat den anderen auch schon halb weg. Diebes Pack und der Kullert hinter die Kiste. Wow. Kann ich die Kiste eigentlich zerdreschen? Nee. Ich kann ihm nur noch eine mitgeben. 3 Kugeln, 6 Gold finde ich. Und jetzt mal alle 5 weiteren. 5 Gold. 4 Kugeln. Oh je, wo sind die alle hingeflogen? Hier sind 2. 4 Kugeln. Oder nur einer? Oder was weiß ich. Hier ist auch noch einer. Hat der nichts? Es kann sein, dass manche gar nichts haben. Denkbar. Komm, wir gehen weiter. Scheiße, die Kobolde haben ja ganze Arbeit geleistet. Verdammte Scheißviecher. Wie können ein paar Kobolde so ein Chaos anrichten? Wie gesagt, sie haben mich im Schlaf überrascht. Die Kobolde sind Geschichte. Sehr gut.
Ich glaube nicht, dass sie meine Truhe aufbekommen haben. Das Schloss wurde von einem wahren Meister gemacht. Hier hast du den Schlüssel. Nimm dir einfach, was du haben willst. Danke nochmal, hast mir echt geholfen, Mann. Ich werde mich dann erstmal an mein Feuer setzen und mir überlegen, wie es weitergeht. Ja, das ist ein Plan. Deine Truhe ist wo? Da. Rum, Zähne, Krallen, Tatze, Horn, Warzen, Schweinfell, Jaguarfell. Was nehme ich mir denn? Ich nehme mir mal nicht alles. Ich nehme den Rum. Krallen finde ich selber. Zähne vermutlich auch irgendwann mal. Ach so, ich könnte ihn fragen, ob er mir nicht was beibringen mag jetzt. Tatze, Goldwert, Horn, naja. Warzen, Schweinfell und Jaguarfell. So, weg. Bildest du mich jetzt aus? Oh, hier. Gold. Und noch ein Rum. Und bei uns ist es ja nicht ein bisschen heiß an die Füße. Proviant. Du bist doch Jäger, oder? Ja, wieso? Möchtest du etwas lernen? Warum eigentlich nicht? Ich könnte dir schon so einiges über die Jagd beibringen. Frag mich einfach, wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was möchtest du wissen? Oh, das ist genau das, was ich haben möchte. Leider habe ich nicht genug Geld, aber das bringt ja auch Geld, dieses Zeug. Zähne ziehen lernen? Bring mir bei, wie ich Zähne ziehen kann. Nimm dir ein geeignetes Werkzeug und greif die Zähne fest. Wenn du den Zahn nicht einfach rausreißen kannst, hängt er zu fest drin. Dann solltest du versuchen, das Zahnfleisch ein bisschen einzuschneiden. Hm. 2000 Gold. Eins könnte ich mir noch leisten. Was habe ich denn hier? Schrotpistole, her damit. Ich bin ja drauf und dran, jetzt ins Magierlager zurückzukehren und Zeug zu verkaufen, damit ich mir hier ein paar Sachen noch leisten kann bei ihm. Gold. Roher Kastor, jawohl. Roher Fisch. Gabel und Löffel. Ist das da hinten vielleicht irgendwas? Hier? Nee, vermutlich nicht. Dann sollte ich aber erstmal, Bären, den Schatz heben, weil der ist bestimmt ein bisschen wertvoller als der Kram, den ich hier allgemein so finde. Oh, Gold. Ach, nochmal. Danke. Zwei Goldstücke. Gut. Also, Schatz. Schatz im Wald von Taranis. Habe ich ja. Stimmt. Seekarte. Der ist da hinten in der Nähe der Fischerhütte. Und da ich mich hier noch nicht so genau umgeschaut habe, mache ich das jetzt mal nicht mit Schnellreise, sondern schaue in jedem Tümpel den Enten beim Platschen zu und pflücke Kräuter, genieße die frische Luft und die Moskitos. Oh, Grabspinne. Na komm, speichern. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Mach bitte mal die Felsspinne platt. Aber schubst die bitte nicht runter, wenn es irgendwie geht. Vielleicht sollte ich erstmal. Ja, kommt mal zurück ein bisschen. Daneben. Der steht nicht mehr aus.
Das habe ich genau das Falsche gelernt. Die haben keine Zähne. Das ist irgendwie logisch. Wobei, Fell hat die auch nicht. Hörner hat die auch nicht. Was kann man denn bei einer Spinne dann noch finden? Augen oder solches Zeug? Oh, hier. Genau das habe ich gehofft. Gold, Gold, Gold. Schatüllchen. Gold. Jagdhorn. Aha. Gold. Gold. Noch was? Diese dicken Spinnen, die irgendwo rumstehen, die bewachen immer irgendwelches Zeug. Das ich gerade gut gebrauchen kann, weil Walkers... Walkers... Ausbildung ist teuer. Da unten ist eine Hexe. Die lasse ich aber mal. Ich möchte zum Schatz. Und der Schatz ist genau in die Richtung. Da zurück zum Teleporter. Dann grob in Richtung Fischerhütte und dann irgendwie links. Die haben sich ein paar rohe Fische verfangen. Was ist das hier? Ja, der Stein. Roher Fisch, sage ich doch. Aber sehr hübsch gemacht, so vom ganzen Ambiente her. Schick, schick. Dann. Da vorne irgendwie links. Genau, aber erst da, wo der Weg auch nach links abbiegt. Wobei, das stimmt gar nicht. Das ist da oben. Ich muss hier so lang. Okay. Dann nehmt mal die Beine in die Hand. Ihr drei. Und ich bin froh, dass mir Ali so lange Gesellschaft leistet. Ohne Murren und Knurren. So, ich muss hier links. Nächste rechts, dann wieder links. Also links. Wobei, das ist Territorium, da bin ich noch gar nicht gewesen. Das ist gefährlich. Nächste rechts, habe ich gesagt. Und dann da vorne irgendwo wieder links. Kalt, dunkel, gefährlich. Dieser Wald ist genau nach meinem Geschmack. Hier könnte ich bleiben. Das tust du hoffentlich nicht. Ich brauche dich doch. Gott zum Moxa. 50 Ruhm und einen rohen Hühnerbollen. Jetzt hier... Ich bin irgendwie falsch gelaufen. Aber jetzt hier rechts und dann links irgendwie lang? Ne, eigentlich ist doch am besten hier vorne. Proviant. Jetzt hier rechts. Und dann da vorne irgendwo links in die Botanik, wenn das denn geht. Dem zertrümmer ich den Schädel. Oh, scheiße. Na toll, dass ich jetzt noch nicht Fell abziehen gelernt habe. Ruhm, plus 100. Ach, eine Tatze kann ich schon nehmen. Das ist komisch. Da unten ist ein Drachensnapper, Mist. So, jetzt wo ich bin. Genau. Darum? Nee. Darum? Ja. Aber ich komme runter. Ich muss da hinten über diesen Baum stammen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das geht so nicht. Schlangenwurz, ich muss wohl oder übel. Hier jetzt geradeaus den Weg weiter und dann links rum. Ah, das ist gefährlich. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Oh. Wir schaffen das zu dritt. Da kann er rumspringen, wie er will, dieses hässliche Schuppentier.
Ja. Das war's mit dem Vieh. Ja, weil... Wachensepper. Kralle, Zunge, Zähne. Das ging ziemlich schnell. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Oh, die bekommt Verstärkung. Hey! Oh! Hey, Held, mach doch mal! Okay. Diese Schwäne ist mir zu schwer. Das kann nicht wahr sein. Jetzt hau diesem hässlichen Ding die 8 Beine in den Rachen. Oh. Daneben. Natürlich daneben. Ich hasse Insekten. Es ist nicht zu glauben. Also das war ja mal gerade ein Totalausfall im Kämpfen. Mann, hat die mich geärgert. Und die Dicke hier haben meine Begleiter ganz alleine klein bekommen. Wow. Jetzt hier links herum und immer dem linken Weg folgen. Achtung, Fallen oder irgendwas? Ratte? Ah, die nächste Dicke. Jawohl. Wir kriegen dich. Oh, Vorsicht. Bin ja gleich platt. Sicher, sicher. Ich hasse Insekten. Das ist kein Insekt. Das ist ein Spinnentier. Feuerblume. Goldclay. Und hier hinten ist der Schatz. Und alles, was recht ist, aber der... Der ist sicher. Na dann. Was hat wer auch immer hier wohl verbuddelt? Ich habe die Schatzkarte gefunden am Hafen von Taranis. Wenn ich mich recht erinnere. Jawohl, Schatz. Ich finde 90 Gold, eine silberne Karaffe, eine goldene Schale, einen Diamanten und einen Bauplan für einen Ring der Magie. Dafür brauche ich magische Kristalle, ein Golemherz, woher auch immer ich das nehmen soll, und Golderz. Alles nehmen. Gut. Die Walderkundung wird jetzt abgebrochen. Es geht zurück ins Magierlager. Ich möchte Kram verkaufen und dann nochmal bei Walker mich weiter ausbilden. Und dazu gehe ich am besten... Wo habe ich nur meine Seife? Keine Ahnung. Stinkst du oder was? Mann! Ist was? Ich habe schon fast nicht mehr damit gerechnet. Haben die Biester dir auch so übel zugesetzt? Bevor es ernst wurde, habe ich mich auf die kleine Anhöhe verzogen. Du weißt schon, wo wir uns mal richtig die Kante gegeben haben. Ach ja, das waren noch Zeiten. Naja, hier sind wir vorerst sicher. Ja, ich bleibe auf jeden Fall hier. Tu das. Ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns später. Was hast denn du noch zu erledigen? Egal. Ich brauche einen Händler. Ich nehme Abbas. Was kannst du verkaufen? Gookie-looky. Gookie-looky, Homie. Dem habe ich ja mal aus Versehen Silberkram verkauft und ihr habt mir erzählt, dass ich Silberkram besser aufhebe. Also kaufe ich das mal zurück. Silberbecher.
Und mehr Silberkram hast du gar nicht. Du hast 47 Löffel und 36 Gabel, aber nicht von mir. Ich verkaufe dir was. Eine Stoßklinge ist eine Stichwaffe, kannst du haben. Schrotpistole. Behalte ich mal. Kram. Fackeln. 9 Stück, naja. Ich brauche ein paar tausend Goldstücke. 3000. Das wird wohl nichts. Schattenwaffe. Keine Ahnung, ob ich die noch brauche. Ich könnte mal die Muscheln aufmachen. Silber behalte ich. Schatullen, 2 Stück. Jagdhorn. Weg. Kerzenhalter. Weg. Goldene Schale, Krone. Diamant könnte ich vielleicht gebrauchen für irgendwelches Ringzeugs. Das behalte ich mal. So, Zähne sind nur Trophäen, offenbar. Krallen. Auch nur Trophäen. Die können dann alle weg. Tatze brauche ich vielleicht für Voodoo, wenn ich es denn mache. Ein alter Moscher Knochen. Hm. Warzenschweinfell ist ebenfalls nur was zum Verkaufen. Jaguarfell genauso. Eine Schaufel, 2 Spitzhacken. Pfeife, Besen, Hammer, 2 Fernrohre. Ja, 2000. Also auf 3000 komme ich nicht. Da müsste ich ganz viel Kram verkaufen, den ich vielleicht noch brauche. Den ich mit ziemlicher Sicherheit noch brauche. Das ist es mir im Moment nicht wert und auch der Silberkram ist es nicht wert. Ich könnte höchstens mal ein paar Muscheln aufmachen, aber selbst wenn ich eine Perle finde, so viel ist die auch nicht wert. Ende. Dann kann ich aber wenigstens zweimal bei Walker mich noch ausbilden. Also, da ist wieder per Schnellreise hin. Dann muss ich mir mal überlegen, was wohl das Sinnvollste zu erlernen wäre. Nee, ich muss da lang. Also, ich habe gerade gesehen, dass Fell abziehen recht viel bringt. Das macht 25 Goldstücke. Allerdings haben nicht so wirklich viele Viecher ein Fell. Spinnen haben kein Fell. Diese Scavenger haben kein Fell. Drachensnapper haben kein Fell. Wasserechsen haben kein Fell. Termiten haben kein Fell. Also die Mehrzahl der Viecher, die ich bisher gekillt habe, haben kein Fell. Hm. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was möchtest du wissen? Trophäen ziehen lernen. Was ist denn das? Ich nehme mal Trophäen ziehen und Fell abziehen. Wie kann ich erlegten Tieren das Fell abziehen? Du nimmst ein Werkzeug und schneidest zuerst die Beine ein. Nachdem du die Haut mit einem kräftigen Ruck von den Beinen getrennt hast, schneidest du den Bauch ein. Von da an ist es einfach. Nachschneiden, wenn es hängt, und weiterziehen. Der Kopf kann ein bisschen kompliziert werden. Aber meistens erzielst du denselben Preis für das Fell, wenn der Kopf nicht dran ist. Aha. Bring mir bei, wie ich magische Tiertrophäen ziehen kann. Das ist etwas schwieriger. Schau dir das Tier genau an und überlege dir, welches Teil von ihm eine Trophäe wert ist. Der Rest hängt davon ab, welches Teil du dir ausgesucht hast. Bei Trophäen musst du äußerst vorsichtig sein, damit du sie nicht beschädigst. Sie verlieren sehr schnell an Wert. Das klingt jetzt fast ein bisschen wie nach einem Minispiel. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Erstmal werde ich mich ein bisschen entspannen. Da fällt mir was ein. Hättest du nicht Lust, nochmal mit mir zu jagen, Mann? Ich habe schon seit langem eine ganz besondere Beute im Kopf, aber alleine schaffe ich das Vieh niemals. Was genau willst du jagen? Bist du schon mal einem Sumpfgolem begegnet? Das sind ganz gefährliche Monster. Wenn wir ganz viel Pech haben, müssen wir vorher auch noch an ein paar Raptoren vorbei. Das wird mit Sicherheit nicht ganz einfach.
Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Du darfst behalten, was auch immer wir da finden. Ich möchte auch keine Trophäen von ihm haben. Mir geht es nur darum, mal so ein Monstrum platt gemacht zu haben. Ich helfe dir bei der Jagd. Wunderbar. Dieser fürchterliche Sumpfgolem ist nicht weit von hier, auf einer kleinen Anhöhe am Rande des Sumpfes. Ich führe dich hin. Sag mir Bescheid, wenn du los willst. Okay, besonders fette Beute, das mache ich jetzt aber nicht. Hört sich an, als müsste ich da noch ein bisschen stärker werden. Apropos ein bisschen stärker werden. Ich habe ja durchaus einiges an Ruhm eingesammelt in der letzten Zeit. 9690, und weil das so viel ist, würde ich meine Lieblingsfertigkeit, nämlich Fingerfertigkeit, nochmal um einen Punkt steigern. Klick. Ja. Erstmal so lassen. Gut. Und damit. Da hinten blinkt was. Was sind das? Keine Ahnung. Und damit ist das Video zu Ende und weiter irgendwo in der Wildnis von Taranis. Noch nicht gleich mit dem Sumpfgolem, der sich auf einer Anhöhe nicht weit entfernt befindet. Das kann eigentlich nur hier sein. Oder da unten irgendwo. Weiter mit dem Sumpfgolem und eigentlich auch der Suche nach der letzten Mine, die vielleicht da ist. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.